Hallöchen Leute, und damit begrüße ich euch wieder mal herzlich zu einer weiteren Folge von FM24 mit dem HSV. Ja, unser nächster Gegner ist der SVW in Wiesbaden. Da spielen wir zu Hause und die stehen auf Platz 17. Normalerweise ist ein Sieg vorprogrammiert, aber naja, man weiß es ja nie, ne? Deswegen, wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir dort reißen werden. Wir wollen natürlich einen Sieg, ist ja logisch. Genau. Gucken wir mal, was auf jeden Fall wird. Abwarten. Ja, und danach haben wir ja das Rückspiel gegen Legia Warschau. Da haben wir ja gesagt, da rotieren wir so ein bisschen, weil das Hinspiel ging ja 3-0 aus für uns. Und da wir ja sowieso wieder zu Hause spielen. Zwei Vorschläge, ne? Schmidt und Dings, ne? So. Genau. Ja, Reis ist sowieso gesperrt. Wann spielen wir denn jetzt gegen wen? Am 7. Wir haben jetzt den 5. Sollen wir den Schmidt dann als verfügbar deklarieren? Ich bin jetzt am Überlegen. Posteingang. Megerik, Sepi, Sieler, Rath, Sanne, Ivicic, Andresen, Brüning. Benötigt Spielpraxis. Gegen Bielefeld spielen die, ne? Die spielen schon morgen. Das heißt am 6. Das ist halt die Frage, ne? Ja. Verfügbar für 90 Minuten. Okay. Gut. Gut, gut. Oh, gucken wir mal Training. Kann man da was ändern jetzt? Ich glaube nicht, ne? Also kurz davor. Schwierig. Wir werden auf jeden Fall mit unserer besten Elf antreten gegen Wien Wiesbaden. Aber wie gesagt, dafür gegen Legia Warschau, da werden wir ein bisschen rotieren. Ja, das steht schon mal fest auf jeden Fall. So, Freiburg muss gegen Dortmund ran. So, Harz hat beim 2:3 Niederlage 25 Minuten nur gespielt. Warum, weiß ich nicht. Der verletzt war oder so, man weiß es nicht. So, da gehen wir mal weiter. So, Rodriguez wird gelobt. Macht ein gutes Training. Der Williams ebenfalls. Und der Nihuis. So, der Bielek eher weniger. Freiburg verliert 1:3 gegen Borussia Dortmund. Ja, die Dortmunder gewinnen auch die ganze Zeit, ne? Daher wird es schwierig, da irgendwie auf Platz 2 zu landen. Also, Mose Eni hat beim 3:3 89 Minuten gespielt. Riedewald hat bei 1:2 Niederlage sogar ein Tor geschossen, hat aber 90 Minuten gespielt. Mantel hat auch 90 Minuten gespielt. Sehr schön. Das freut mich doch schon mal. Gut. So, ich glaube, hier können wir eh nichts machen. Nee, nicht so wirklich, ne? Er ist auch 21 Jahre alt, ne? Okay. So, Ratschläge, Feray, Dardai, Bialek. Wir gucken mal. Spieler des Spiels, ach, bei uns, ne? Also der bis, am meisten war bis jetzt Königsdörfer, fünfmal in einer Saison Spieler des Spiels. Der Rodriguez war jetzt auch schon fünfmal. Mal gucken, ob er das den Titel holt, dass er also den Rekord holt. Fünfmal war der schon. Mal gucken. Vielleicht schafft er auch nochmal ein sechstes Mal. Je nachdem, ne, wie viele Tore der in einer Partie spielt, ne? Schießt, meine ich. Das kommt ja auch noch darauf an. So, der steigt wieder ins Training ein. Unsere U19 gewinnt 1:0 gegen Braunschweig U19, sind auf Platz 8. Haben immerhin 11 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Das ist ja schon mal sehr nice. Das ist schon mal gut auf jeden Fall. So, wie sieht's denn hier aus? So, der kann wieder normal trainieren, der Clemens. Sehr gut. Aber die anderen noch nicht.
Soweit ich sehe. Ne, okay. Gegen Bayern, weil da brauchen wir die Kräfte alle. Ja, unsere zweite verliert 0 zu 2 auf jeden Fall gegen Bielefeld. Belkahir und Obermeier, die Torschützen. Kohl hat beim 0-2 Niederlage 0 Minuten gespielt. Ja, Moe hat beim 1-1 19 Minuten gespielt. Kohl. Ja, das ist so eine Sache, ne, an sich. Also, irgendwie spielt er da kaum. So, Köln spielt 1-1 gegen Augsburg. Düsseldorf verliert 0-1 gegen Bayern. Schalke spielt 2-2 gegen Mainz. Ja, die kommen schon näher ran, ne? Union Berlin gewinnt erstmal 5-1 gegen Gladbach. Haushoher Sieg auf jeden Fall. Und Leipzig gewinnt 4-0 gegen Frankfurt. Natürlich ist das ja positiv für uns. Das heißt, mit dem Sieg können wir auf jeden Fall auf 6 Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Hätten wir dann. Also, ranhalten, Jungs. So, Königsdörfer 2-0 haben die verloren. 27 Minuten hat er gespielt. Gerkens hat 84 Minuten gespielt bei der 0-1-Niederlage gegen Kiel. Alles klar. So, wir spielen jetzt auf jeden Fall gleich gegen Wien Wiesbaden. Mal sehen. Wie gesagt, ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Ist ja klar. So, können wir wieder normale Intensität. Aber wird sich eh gleich wieder ändern. Ja, wegen Buchmann, ne? Ist halt ein bisschen jetzt Risiko, dass der dann drinne ist im Spiel. Naja, mal schauen, mal schauen. So, die sind ja noch verletzt. So, tun wir noch mal fortfahren. Leverkusen muss gegen 1899 Hoffenheim und wir gegen Wien Wiesbaden. Alles klar. So, Oliveira kann ohne Probleme spielen. Der Clemens ebenfalls. Ivicic ist nur 45 Minuten verfügbar. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, der Schulz kommt rein. Nee, Schulz soll ja gleich spielen. Reis ist ja leider gesperrt. Deswegen kommt der Dardai auf jeden Fall rein. Reis kommt raus. So, ja. Sonst können wir da jetzt auch nichts machen, ne? Der Andresen ist sowieso platt, aber der spielt eh wahrscheinlich nicht. Komm, dann nehmen wir den auch raus. Mai. Schmidt kommt mit. So, die beiden tauschen die Plätze, oder? Nee, lassen wir so. Ja, wie gesagt, lassen wir. Oliveira spielt von Anfang an. Und Schmidt. Ne, Schmidt hat ja gerade gespielt. Ernst. Rodriguez. Ja, dann lassen wir alles, ne? Leverkusen gewinnt erstmal 4-1 gegen Hoffenheim. Das heißt, Leverkusen landet jetzt auf Platz 6. Hoffenheim bleibt auf Platz 9. Okay. So, soll uns erstmal nicht jucken. Okay, auf geht's. Ja. Der geht ja jetzt auf der rechten Seite. Ich bin am Überlegen, ob wir das dann komplett ändern. Ibrahimovic trainiert dann auf der linken Seite und Brederode auf der rechten Seite. Da war ich echt mal am Überlegen, ob wir das so machen. Ich glaube, das ändern wir auch gleich mal. So, ab in der Kabine und let's go. Wir können ja mal kurz die Aufstellung von Wien Wiesbaden uns angucken. Detain, Florux, Goller, Betzner, Häuser, Salifo, Havrilux. Da stehen auf dem 17. 18. Schalke, 16. Hertha. Naja, die drei Mannschaften stehen natürlich nicht gut. Oh, Anstoß. Aber wenn man bedenkt, wer da so gesehen in der Mannschaft noch ist, die so gesehen auch in der dritten Liga früher mal gespielt haben, da haben wir den Mathaisen zum Beispiel, den Häuser,
Wer dürfte noch sein? Petain? Sonst die anderen wüsste ich jetzt nicht, ne? Ja, der Striezel auf der Bank. Auf jeden Fall, was ich da noch gesehen habe. Aber ansonsten wüsste ich da jetzt nicht. Also ich meine jetzt, ne, die von Anfang an dabei sind, seitdem wir so gesehen unsere Karriere gestartet haben. Auf jeden Fall war gerade unsere erste Chance. Aber, nee. Wie Wiesbaden, ne? Nee, wir. Ach, wie auch immer. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber müsste ja wir gewesen sein, weil die hatten ja noch keine Chance. So, wir sind auf jeden Fall im Ballbesitz. Dama verliert den Ball. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir holen uns direkt den Ball wieder. So, Ibrahimovic erstmal. Ja, sehr schön. Rodriguez. Boah, auf der Linie. Und dann Ibrahimovic macht das 1 zu 0. Jawohl. Schöne Sache. So. Da mal jetzt mit dem Freistoß. Boah, abgeblockt. Und es gibt Eckball. So, Rodriguez. Was machst du aus der Ecke? Ah, schade. So, da jetzt. Auf Clemens. Oliveira. Na, jetzt erstmal ein bisschen hinten rum. Ja, Rodriguez hat die Vorlage gemacht, stimmt. Ne? Da. Mal gucken, vielleicht wird er auch nochmal Spieler des Spiels. Ne? Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht. Je nachdem, wenn er jetzt zwei Buden schießt oder so, wahrscheinlich. So, Goller. Boah, Latte. Heftig. Knapp, knapp war das. Oberkante der Latte. So, Abstoß. Ah. Ibrahimovic holt sich den Ball wieder, der schießt aber leider drüber. Auf Freistoß Rodriguez, hoher Ball, Oliveira, ja, ist kein Kopfballspezialist. Ja, sehr gut. Da haben sie sich den Ball wiedergeholt. Rodriguez. 2-0. Unterkante der Latte. Trifft aus 25 Metern, stand er gerade. Heftig, deftig. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Also, jetzt wäre schon Rodriguez einer als Anwärter Spieler des Spiels. Mit einem Tor und einer Vorlage. Also, wir spielen mal geduldig, ne? Würde ich mal sagen. Führen ja sowieso 2-0 jetzt. Halbzeit ist jetzt auch. 2-0 gehen wir in die Kabine. Ich denke, wir machen das gut, aber wir können definitiv noch einen Gang zulegen, um dieses Spiel in die eigene Hände zu nehmen. Ich bin unzufrieden, ne? Ich bin zufrieden mit der Anzahl unseren Abschluss bislang. Macht weiter so. Wir liegen vorne und das aufgrund der Anzahl der Torschüsse auch. Voll auf verdient. Ich bin daher zufrieden. Ja, da können wir auch so, da können wir auch sagen, weil ja, da wir zufrieden sind. Und weiter geht's. Zweite Hälfte. So, ein langer Ball auf Ibrahimovic. Der kommt leider nicht ganz an. Aber jetzt vielleicht WM Wiesbaden. Schauen wir mal. Nö. Fehlpass. Oliveira hat sich den geholt. Erstmal ein langsamer Aufbau. Ah, Brederode. Ja. Dardai auf Ibrahimovic und der macht das 3 zu 0. Ja, so sieht's aus, Leute. Arion Ibrahimovic. Schöne Sache. Und Vorlagengeber ist, wer war das nochmal? Dardai. Sehr schön gemacht. Also da können wir die Mannschaft einfach nur loben. Was anderes geht nicht.
So, und wir spielen auch jetzt mal ausgewogen, also ein bisschen auf die Kondition achten, weil durch ausgewogen ist natürlich die Kondition, wird nicht so belastet wie bei kontrolliert oder offensiv. Na, deswegen machen wir jetzt mal auf ausgewogen. Wir müssen ja jetzt hier nicht die Hütte abreißen. Na, von daher. Deswegen, das Ding holen wir uns auch so. Würde ich jetzt mal so behaupten. Da passieren tut hier jetzt auch gerade nicht viel. Na, wir spielen ausgewogen, wie gesagt. Und da passiert dann auch automatisch nicht so viel. So, jetzt vielleicht nochmal. Dame auf Nihuis, ja, Ballverlust. Langer Ball auf Redondo. Aber Buchmann hat ihn. Ja, der Ernst kommt mir heute so vor, dass er heute nicht allzu viel zu tun hat. Ibrahimovic verliert den Ball an Bezna, der auch angeschlagen ist. Oh, jetzt ein langer Ball auf Pretein. Hoher Ball, Redondo, Kopfball, aber ja, rüber, ne? War jetzt auch nichts Wildes. Da habe ich schon bessere Abschlüsse gesehen. So, wir können ja mal auswechseln. Ich würde sagen, der Bialek kommt für Rodriguez, damit er ein bisschen Pause macht, der Rodriguez. Mai kann auch noch mal ein bisschen spielen für Buchmann. Collins kommt auch mal für Clemens rein. Ja, dann haben wir schon mal die Innenverteidigung ausgewechselt. Weil die beiden können auch zusammen gut spielen, eigentlich. Ja, gut, der Mai, wie gesagt, da fehlt jetzt gerade die Spielpraxis so ein bisschen. Dama. Dann mal mit dem Freistoß. So, Dardai auf Ibrahimovic. Der wird gefoult. Oh, gute Chance, aber leider links vorbei. So, würde ich sagen, wechseln wir auch gleich mal aus. Nochmal. So, okay. Feray. Ja, der kann auch mal. Der Dama ist komplett fertig, deswegen kommt der Feray mal da rein. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Gondre kommt auch mal raus. Williams kommt rein. Die letzten 10 Minuten. Und das war es dann auch natürlich mit den Wechseln. So, Feray, Ballverlust. Natürlich nicht so schön. So, Redondo. Ernst klatscht den einfach weg und ja, gibt Eckball. Ausgeführt von Redondo. Ja, hoher Ball. Ernst kommt raus. Hat den sicher. Ich werde aber beim Rückspiel den Schmidt reintun. Ja, machen wir so. Wir packen den Schmidt dann beim Rückspiel rein. Gegen Warschau jetzt in der nächsten Folge. So, Bretagne. Immer noch. Uiuiui. Kaliskana mit der Chance. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es. Ich denke mal, da wird auch nicht mehr allzu viel anbrennen. Ja, wird locker beim 3-0 bleiben, außer wir kriegen jetzt noch eine Chance und die machen das Ding nochmal rein. Nee. Feray spielt das hinten rum, sodass der Schiedsrichter dann abpfeifen kann. Und wir gewinnen am Ende mit 3 zu 0. Torschütze, zweimal Ibrahimovic und Rodriguez. Vorlagengeber Rodriguez, Brederode und Dardai. Ein sehr schönes Spiel. So, gute Arbeit von jedem hier. Das war klasse. Ein Sieg ist ja ein Sieg, ja. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ausgestreckte Arme. So. Schien sehr glücklich. Also alle sind sehr glücklich, außer der Schmidt, der ist selbstgefällig. Habe ich also im Augenwinkel gesehen. Außer ich habe das falsch gesehen im Augenwinkel. Ja, wir haben jetzt damit so gesehen 6 Punkte Vorsprung auf Frankfurt und 10 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Und 9 Spiele haben wir auch noch. Also, ich sag mal so, es kann noch sehr viel was anbrennen, aber wenn nichts mehr anbrennen sollte, dann sind wir auf jeden Fall nächste Saison in der Champions League, ne? Knöchelprellung bei Williams, 1 bis 2 Tage. Das ist auch schlecht, ne? So. Deswegen, ich habe ja gesagt, den Rodriguez, den werden wir wahrscheinlich verpflichten. So, apropos verpflichten. Wir ändern jetzt erstmal auf links. Soll er da trainieren? So, und Brederode trainiert rechts. Perfekt. So. Eine neue Nachricht haben wir auch. Spieler der Woche. So. Jetzt machen wir erstmal hier
Intensität. So, der ist eh schon halb. So, Clemens. Ach, der ist auch schon halb. So. Okay. So. Wir haben auch direkt schon Montag und ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, gegen Legia Warschau ist unser nächster Gegner. Wie gesagt, Hinspiel 3-0, deswegen Rückspiel werde ich jetzt ein bisschen rotieren, je nachdem, was wir alles machen können. Wahrscheinlich wird der Schulz reinkommen. Ja, Williams wollte ich eigentlich für Gondre reinpacken, aber wenn er jetzt auch noch verletzt ist, schwierig. Dann werde ich auf jeden Fall den Collins und den Mai komplett von Anfang an reinpacken. Den Bialek wahrscheinlich, den Schmidt werde ich reinpacken. Ivecic, da war ich erst am überlegen, ob wir den mal reinpacken. Ja, ansonsten war es das. Ja, Reis kommt. Reis bin ich mal am überlegen. Je nachdem, wie platt der Dama oder so ist, ne, werde ich den Reis reintun oder nicht. Aber da gucken wir erstmal drauf. Ne, in diesem Sinne, erstmal Leute, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ja, Bewertung, Kommentar nicht vergessen, würde mich riesig freuen. Und natürlich, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch gerne, würde ich mich auf ein Abo freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.